Servus, liebe Shisha-Freunde und Shisha-Sucheln. Wir sind wieder am Start. Hallo! Wir haben Keks dabei, wir haben Alex hinter der Kamera. Alex, Kamerafrau, können wir jetzt so sagen? Ja. Die guckt ein bisschen enttäuscht ins MacBook. Aber sie lebt. Gib ein Lebenszeichen von dir. Nicht so viel auf einmal, bitte. Nein, unser Kameramann dämpft keine Vape hinter der Kamera. Geweckt oder auch. So, pass mal auf. Wir hatten im letzten Video, das war die Harakiri-Mints. Kommt man nicht rauchen? Okay, wissen wir inzwischen. Ja, eigentlich konnte man sie rauchen, aber du hast bloß extrem rumgemuscht. Ja, und was war mit dir? Ich wollte dich nicht fertig machen und dann... Du hast mitgemuscht. Richtig. Wir hatten im letzten Video ja ein paar Beschwerden. Das ein bisschen zu leise war von Ton, tut uns echt leid. Für diejenigen, wo gerade hier zuschauen und das letzte Video nicht gesehen haben. Kauft euch ein Hörgerät. Schneiden wir euch mal kurz rein, was das so leise war. Verarscht ihr blöden Wichser. Dieser extrem flache Witz. Der ist flach und das gut. Das Einzige, was flach ist, ist dein Scheißkopf. Richtig, du Flachschädel. Das sieht man das im Profil? Es ist dunkel draußen, heute gibt es nichts Aufwendiges. Heute machen wir einfach nur Tabak. Wir hätten auch nichts Aufwendiges gemacht, wenn es draußen hell gewesen wäre. Nur um euch zu beruhigen. Richtig. Nee, aber wir planen da was. Da war ein heißer Tropfen in der Vape. Jetzt hat's der Gosch verbrennt. Haltet euch mal in den nächsten Wochen bereit, da kommt definitiv was rum. Bereit halten. Halt dich bereit, konzentrier dich außerdem. Und für das, dass Steini eigentlich gar nicht mehr so viel Shisha machen will, macht er verdammt viele Shisha-Reviews. Ist da jemand sein Motto nicht treu? Richtig. Heute machen wir mal was anderes. Lass uns erstmal rauchen und dann sag, ob er gut oder schlecht ist. Okay? Nein! Okay, wir sehen die Dose niemals. Nicht. Niemals! Aber wir machen heute mal Schnauze einen. Schnauze halten! Chini-Tabak. Ruhig! D. Danke. Bitte. Otto. Und zwar den Candy Breeze, Wassermelone, Minze. Wir würden euch gerne die Dose zeigen, aber Thorsten ist leider zu faul, sie aufzuheben. Ja. In seinem Alter hat man öfters mal Gebrechen und kann nicht... Schlägerei. Au! Oh. Nur schieß. Wollen wir Alex verprügeln? Sie ist ein... Ja. Ja. Wassermelone, Eisbonbon, glaube ich, um genau zu sein. Gibt es auch als normalen... Breeze oder so, ohne Candy, oh. Also normales Eisbonbon. Schnell zu die Fakten, wir haben heute nicht so viel Zeit, wir haben Pizza bestellt. Und zwar 200 Gramm, 16,90. Alter. Keine Eier. Will ich mal für dich hoffen. Keine Eier. Wo kriegt man her? Man kriegt einen bei Genie selber, logisch. Man kriegt einen bei uns und man kriegt einen von so einem Kackshop, der sich Hookerflow nennt. Hurensohn, Flow. Sorry Flo, wir wollten bloß mal gucken, ob du unsere Videos eigentlich noch guckst oder ob du dich bloß in unserem Fame badest. Du bist ein Hurensohn. Gott, sind wir scheiße heute. Wenn man... Unser schöner Abhebel. Wenn man dran riecht, riecht er so eine Kaugummi-Wassermelone und die Kühle riecht man eigentlich fast gar nicht. Beim Rauchen schmeckt man es ja aber. Du riechst auch wie eine Kaugummi-Wassermelone. Dankeschön, bitte. Tschüss. Nein, das nicht. Du bist einfach sehr behaart. Welches Setup brauchst du? Ich habe hier einen Tonkopf, dann einen Alu-Aufsatz. Auf diesen Alu-Aufsatz ist noch ein Alu-Aufsatz mit einem Metallgitter. Darauf liegen Kohlen und dazwischen ist so ein Gestänge. Das ist Edelstahl. Stimmt, Edelstahl. Alu wäre ein bisschen blöd. Ein bisschen weich. Geschmack, los. Es ist eine sehr schöne Wassermelone mit einem Gletschereis-Bonbon-Nachgeschmack. Richtig, es heißt ja Candy... Breeze, es ist keine Minze oder Menthol, ist eher Eisbonbon. Ja, also es ist wirklich Gletschereis, so wie man es kennt aus dem Tschechenladen, so die komischen Boxen da mit den ganz vielen Bonbons drin, wo so ziemlich jeder alte Sack und alte Säcken im Auto liegen haben. Ja. Ja. Aber? Mit den komischen Velour-Plüschbezügen und diesen komischen Holzlenkradüberzug. Was aber schön ist, ekelhaft. Also für mir ist es egal, es ist keine Mentholbombe, die Mischung passt. Ja, es hat gar nichts von Menthol, finde ich. Ja, du hast einfach eine kühle Wassermelone eher. Wassermelone ist zwar ein bisschen kaugummig-künstlich, aber es geht völlig in Ordnung. Ja, lieber schmeckt sie so kaugummig-künstlich, ja, als dass nach sie einfach nichts. Nach gar nichts schmeckt. Oder nach Brot. Ja, Brot. Es passiert sehr oft, dass Wassermelone, wenn ihr euch Wassermelon-Tabak kauft, dass das einfach nur Brot ist. Wer von euch hat eigentlich früher Top Gear geguckt? Grand Tour kommt bald auf Amazon Prime. Sollen wir über Grand Tour ein bisschen reden? Komm, wir reden ein bisschen über Grand Tour. Wie gespannt bist denn du schon auf Grand Tour, Thorsten? Super, weil die haben ungefähr 10-mal so viel Budget wie bei der BBC. Und das heißt nicht Budget, das heißt Bugatti. Bugatti.
Genauso wie das auch nicht beige heißt, sondern beige. Das heißt auch nicht Sorbet, sondern Sorbet. Und... McDouble. Wie war das? Gelb. Gelb und blau. Er gibt auch nicht grün, sondern blauge. Blanche. Das heißt auch nicht McDouble, sondern der McDouble. Den hatten wir schon, aber danke. Das ist mir egal, den gibt's glaube ich nicht mal mehr zu kaufen. Weil wir auch bei unserem lokalen Pizzashop so viel bestellen können und wir nicht mal eine verfickte Weinflasche oder Colaflasche dazu bekommen. Nicht mal, wenn wir für 50 Euro bestellen. Das ist halt ein Weinfest. Arroganten Wichser! Und dann schmecken, dann machen die auch noch die Pizza falsch. Auf einer Pizza, wenn du eine Prosciutto bestellst mit Rucola und Prosciutto, dann kommt das nach dem Backen drauf und nicht davor. Arschlöcher. Möchte jemand den Keks beim Battlefield 1 zocken zuschauen? Das würde mich interessieren. Dauert zwar noch ein bisschen, bis es rauskommt. Ich glaube, 27. Oktober. Oder so. Glaube ich. Könnte hinkommen. Und dann würde das wahrscheinlich gekauft werden. Also der Keks ist dann öfters erreichbar auf seiner Xbox wieder und zockt dann Battlefield 1 und das vielleicht auch mit ganz viel Glück, wenn Alex nett ist und wir das endlich mal hinkriegen, das irgendwie rüberzuziehen, dann auch vielleicht auf YouTube. So ein paar Random Moments oder Epic Moments oder Super Mega Fail Compilation Keks. Will jemand sehen, wie der Keks, der Alex und ich nächstes Jahr kläglich scheitern, einen Drift-BMW herzubauen? Einen alten, verrosteten. Und uns bei den ersten Driftversuchen begleiten. Einfach mal bloß so am Rande nebenstehen. Bei mir wäre es der zweite. Der erste BMW. Wie weit bist du abgeflogen? Sprach der noch gar nicht gefahren ist, was? Wie weit bist du abgeflogen? Ich kann dich leider nicht verstehen über dein Frontgekratze. Oh, hat er nicht gesagt? Hat er nicht, Sei ruhig, automatisch schwuchtel. Hey! Auf! Aber! Was ist denn das? Batterien halt, ne? Kannst du nicht. Sei froh, dass die Socke nicht dabei war! Du hast seine Dildo-Batterien rumschmeißen, ich such die sind aber ein bisschen klein dafür. Du musst folgen, du bist vorm Schatten. Ich? Ja. Yeah. Du! Auf! Hallo, liebe Shisha-Runden. Naja, vielleicht musst du auch alle benutzen. Jetzt mal im Ernst. Vielleicht hast du so einen extrem langen Negerdildo, 30, 50 cm. Wollt ihr mal sowas sehen, wie wir drei uns beim Driftenblut anstellen? Und wollt ihr einen Keks mal streamen? Streamen? Gaming? Fail-Videos. Ja, bei deinen Künsten eher Fail. Mach doch mal einen kleinen Vorgeschmack, was passiert, wenn du... Ich habe eine bessere Idee. Was haltet ihr davon, einen Shisha-Opa Rocket League Cup zu starten? Und wie spielen wir den und wie tragen wir den auf? Naja, du kannst ja dann zum Beispiel, die melden sich alle an. Privatmatches. Genau, Privatmatches, dann stellst du eine Tabelle auf, welche immer Dreier- oder Zweier-Teams. Jetzt dann hast du eine Tabelle und dann ist es stufenweise. Ja, genau, irgendwie sowas. Das machen wir um die Weihnachtszeit rum. Schreibt uns doch, nein, das machen wir jetzt. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare, wer daran Lust hätte, ein Shisha-Opa Rocket League Cup mitzumachen oder zu starten. Dass man so sagt, das wären man entweder Zweier- oder Dreier-Teams. 20 Bewerbern? Ja, 20 Bewerber ungefähr, geht dementsprechend wie lang. Oder 10 Dreier-Teams. Ja. Irgendwie und gegen, wer spielt dann gegen wen? Wie immer gegen uns. Naja, es gibt dann ein Shisha-Opa-Team. Dann nehme ich dann Leute rein, wo ich will. Zum Beispiel, dann gibt es vielleicht noch ein Shisha-Keks-Team, wo ich halt Leute reinnehme wie ich. Und der Alex kriegt vielleicht noch ein Random-Hero-Team. Und dann wird da gegeneinander gezockt. Weil das Problem ist, wenn ich mit Thorsten und mit Alex in ein Team spiele, dann verlieren wir nicht, weil Alex dabei ist, dann verlieren wir, weil Thorsten dabei ist. Okay, so schlecht bin ich auch nicht. Doch, 13-1. Nur einmal. Nein, öfters. Ich bin nicht gut in Rocket League. Wenn, dann würde ich sagen, der Shisha-Opa-Cup-Team, wo wir drei zusammenspielen. Ja, wenn dann schon Team gegen Zuschauer. Die Pizza ist sein. In diesem Sinne, Keks, wie geht's zum letzten Video? Wie zum letzten Video? Wir haben noch gar nicht gesagt, der Tabak ist ja lecker. Er schmeckt sehr, sehr wassermelonig, sehr süß. Leicht nach Eisbonbon, aber war sehr angenehm. Pizza, hol lecker. Mir! Tschüss! Ich muss aufstehen und wegrennen. Wuh, ich hab nichts bestellt. Achso. Ich glaube, bleib sitzen und kannst weiterreden. Ich rede jetzt einfach weiter. Nachdem die jetzt alle einfach Pizza holen, sind das echt die Arschlöcher, weil ich habe mir irgendwie nichts bestellt, was ich jetzt gerade ein bisschen bereue. Bitte was? Halt doch selber dein Maul unten! Wieder drückst du auf den Knopf? Nein. Da muss ich jetzt aufstehen und selber auf den Knopf drücken. Ja, müsstest du. Oder du erzählst einfach irgendwelche Scheiße weiter. Ich weiß nicht, was ich. Alleine Scheiße erzählen ist immer blöd. Wo muss ich denn hindrücken? Ja, wo musst du da hindrücken? Ist das ein Knopf? Anscheinend nicht.